Warum tust du, was du tust? Tust du, was dir gut tut? Oder tust du die Dinge, weil andere denken, du solltest diese Dinge tun? Tust du, weil du es tun musst oder weil du es tun willst? Besteht dein Tun aus Kompromissen oder aus Lebensfreude? Bist du erfüllt, wenn du anfängst, das zu tun, was du tust? Und bist du immer noch erfüllt oder sogar noch mehr erfüllt, wenn du aufhörst, das zu tun, was du tust? Oder bist du, bevor du anfängst, das zu tun, was du tust, schon müde und hast gar keine Lust, das zu tun, was du tun willst oder sollst oder darfst oder musst? Und danach noch erschöpfter und hast gar keine Zeit mehr, das zu tun, was du eigentlich tun wollen würdest? Auf was ich hinaus will, hör auf, Kompromisse. Hör auf, Kompromisse zu erschaffen. Kompromisse hindern dich, du selbst zu sein. Ja, gut, aber meine Freundin, aber mein Freund oder meine Eltern oder mein Kumpel oder bla 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 möchte da und da und ich möde ja gern deswegen und so weiter. Das ist ein Kompromiss. Wenn jemand dir zwei verschiedene Sachen hinstellt, das eine ist Schokoeis, das andere ist Erdbeereis und du magst Vanilleeis, dann nimmst du keins von beiden. Wenn du voll du selbst bist. Wenn du genau weißt, du magst weder Erdbeer und du magst kein Scho und magst auch kein Schoko, dann wirst du keins davon nehmen. Es wäre doch Quatsch. Weil es würde dich ja nicht erfüllen. Es ist ja nicht das, was du brauchst in dem Moment, was du gern hast. Dann sag mal, vielen Dank für die Eis, aber ich mag leider nur Vanille. Kannst du gern beide essen. Punkt. Volles selbst, authentisches Verhalten. Souverän, bam. Ich weiß genau, was ich will. Und das bekomme ich auch. Und man wird gesund dadurch. Kompromisse sind wie Ladungen. Ah, noch ein Kompromiss, noch ein Kompromiss, noch ein Kompromiss. Und der Rucksack, der hinten auf unseren Schultern lastet, der wird immer größer. Mit immer mehr Unwohlsein. Aber wir wollen ja eigentlich in den Wohlstand, dass wir wohlstehend sind, wie Bäume. Majestätisch dastehen, ohne dass wir irgendwie etwas groß tun müssen. Sondern einfach durch unsere eigene Präsenz, durch unseren eigenen Raum, der sich nach außen ausbreitet, andere Menschen in ein schönes Gefühl, in ein wohliges Gefühl bringen können. Gegenseitig. Kollektiv. Ja, und ich weiß, es ist eine alte Sache mit, ja, das weiß ich ja schon längst, ich mach doch schon, hier, bin doch gar nicht mehr so viel am Arbeiten, ich mache nur noch Teilzeit. Warum machst du dann jetzt Teilzeit? Das ist wie, ich will das Rauchen aufhören, also rauche ich einfach, dann rauche ich halt einfach nur noch eine halbe Schachtel am Tag. Das ist Selbstbetrügerei. Wenn etwas dir nicht gut tut, dann lass es. Lass es weg. Akzeptiere, dass du das nicht magst, akzeptiere es für dich. Okay, ich als Mensch, als geistig-sittliches Wesen möchte das nicht. Daher mache ich das, was ich möchte, ohne jemand zu schaden. Kollektiv für alle bereichernd. Aus dem Herz heraus, aus dem Bauch, auch aus dem Kopf. Aus allen drei Ebenen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Angestellter bin in einer Firma und da arbeite ich seit 12 Jahren, und ich warte seit 10 Jahren auf eine Beförderung oder auf ein Geschäftsauto, was mir versprochen wurde, oder auf dass ich endlich mal meine Überstunden abfeiern darf, dann setze ich mir irgendwann, also dann sollte man sich irgendwann einfach mal auch eine Grenze setzen. Und zu sich selbst sagen, okay, mir geht's nicht gut, das klappt die ganze Zeit nicht,
Ich werde jetzt noch einmal fragen, also nochmal nachhaken, nochmal eine Chance dem Ganzen geben. Und wenn es nicht sein soll, gehe ich. Punkt. Dann gehe ich. Ohne Angst. Also da kann ich sehr viel Angst euch nehmen. Selbst wenn ein Alter erreicht ist, wo man sagt, oh, da findet man ja keine Arbeit mehr. Absoluter Quatsch. Also, bestes Beispiel mein Vater. Auch über 50 und hat jederzeit immer wieder was gefunden. Auch in ganz anderen Bereichen. Also nicht mal in den gleichen Bereich, sondern in einfach anderen Bereichen. Weil er offen war. Weil er einfach offen war dafür, ah, da gibt es auch was anderes noch, das interessiert mich. Schaut rein. Aber man versklavt sich nicht mehr so, weil man immer dieses Bewusstsein hat, ich kann jederzeit gehen. Ich kann mir das anschauen und ich kann jederzeit gehen. Ich bin niemand etwas schuldig, wenn ich alles, wenn ich jeden Tag, wo ich in diese Arbeit gehe, alles gebe, was ich kann und was ich bin, dann bin ich doch niemand was schuldig, wenn ich sage, ja, jetzt möchte ich gern was anderes machen. Das sollte doch kein Problem sein. Alles andere wären dann Abhängigkeiten. Und solche sind von der Energie nichts weiter wie ein Kompromiss. Ja. Genau. Daher, finde raus, was du willst. Finde raus, was du gern hast. Aber vielleicht schreibst du auch einfach mal auf, was du nicht gern hast, und dadurch siehst du dann schon, was du gern hast, was du magst, was dir Spaß macht, was dir Freude bereitet. Fühlst du dich? Fühlst du dich selbst? Das ist auch ganz wichtig. Nimm dir die Zeit, jeden Tag mindestens, manche sagen ja nur 5 Minuten, aber ich sage eine Stunde. Nimm dir jeden Tag eine Stunde Zeit für dich. Für deinen Geist, für deinen Körper, für deine Seele. Tu dir was Gutes. Es muss auch nichts Teures sein. Leg dich hin und hör eine schöne Meditationsmusik. Geh in den Wald spazieren, umarm Bäume. Mach dir eine schöne warme Badewanne und weiß nicht. Mach Sport. Irgendwas, was dir gut tut, aber nicht aus Müssen, sondern von einer inneren Haltung. Jetzt bin ich dran. Jetzt ist meine Stunde, wo ich nur für mich da bin. Und ich verspreche dir, wenn du das ein paar Mal machst, wirst du ganz, ganz schnell rausfinden, was du bist. Was du willst, was du liebst. Und diese Wege werden sich auftun in alle Richtungen. Du wirst so viele Wege haben, dass es unwichtig ist, in welche Richtung du gehst. Und weil alle wunderschön sind. Und weil alle funktionieren. Es gibt nicht nur einen Weg. Es gibt unendlich viele. Aber du kannst nur einen Weg gleichzeitig, also kannst nur einen Weg gehen in einem Moment. In den einen Moment gehe ich den Weg dahin, im nächsten Moment gehe ich den Weg dahin. Es ist in alle Richtungen gleichzeitig, entfaltend, wie eine Blume, die sich so, die aufgeht. Es geht nicht so ein Blatt, noch ein Blatt, und es wäre, nee, es geht in alle Richtungen gleichzeitig, spiralförmig. Ja, aber warum gibt es dann auf und ab? Es ist eine Illusion. Wenn wir eine Spirale haben, die geht auf und ab. Und auf und ab und auf und ab. Aber das stimmt ja eigentlich gar nicht. Die geht ja eigentlich eher in die Tiefe, die dreht sich ja eher da rein. So. Das ist ja Interpretation, dass es auf und ab geht. Nimm dich einfach ab und zu mal raus. Oder bleib einfach mal kalkül. Nutz hier dein drittes Auge. Schau dir das an und denk dir, oder ja, ruhig denk dir. Okay. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Kann ich jetzt gerade was ändern daran? Fühle ich mich unwohl wegen dem Außen oder hat es einen anderen Grund? Einfach da mal ganz, ganz simpel rangehen. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Wie gesagt, du brauchst kein Seminarzeugs besuchen, brauchst keinen Life-Coach,
brauchst keinen Stunden jeden Tag 5 Stunden Yoga oder Ashrams besuchen, bla 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 bla. Klar kann man das machen. Es ist bestimmt auch schön. Aber das, was du wirklich brauchst, das wird dir jeder sagen, der spirituell arbeitet oder spirituelle Dinge anbietet. Jeder wird dir sagen, was du brauchst, was dein Weg ist, was du willst, was du liebst, was deine Berufung ist, kannst du nur selbst herausfinden. Das ist, geht nur mit deinen eigenen Methoden, mit deinen eigenen Prinzipien. Das kann niemand anders für dich tun. Deswegen habe ich auch letztens geschrieben, ich kann dir nicht helfen. Das kannst nur du selbst. Klar kann ich dir etwas anbieten. Hier ist ein Teller mit einem Stück Apfelkuchen drauf. Aber du, nur du selbst kannst diesen Apfelkuchen wahrnehmen, annehmen, essen und interpretieren. Das kann ich niemals für dich tun. Niemals. Egal wie empathisch ich bin. Weil das ist deins, das ist deine Wirklichkeit, deine Realität, deine Wahrnehmung. Und daraus dann herauskristallisierend auch deine Wahrheit, die du voll und ganz leben darfst. Und die genauso richtig ist wie alle anderen. Und die genauso wichtig ist wie alle anderen. Ja. Ich habe auf jeden Fall Lust, die Tage mal ein Video zu machen. Vielleicht auch ein Webinar-Inhalt zum Thema Sexualität. Denn ich denke, dass da ganz viel Potenzial drin liegt, was uns erstens kostenlos es ermöglicht, Spiritualität zu kultivieren, wahre Spiritualität, geistiges Sein, Selbstsein, sich zu fühlen, das Gegenüber zu fühlen, Lust zu entwickeln. Und Lust meine ich jetzt nicht nur körperlich, sondern Lust meine ich auf allen Ebenen, in allen Bezügen. Oh, ich habe Lust jetzt, ein Glas Wein zu trinken. Ich habe Lust jetzt, in den Wald zu gehen und mich in die Erde einzugraben. Ich fühle diese Lebenslust, dieses Feuer, was in mir brennt und sich ausdrücken will. Das geht durch Sexualkraft. Und diese sollten wir nicht unterdrücken. Wir sollten die kultivieren. Wir sollten sie aber auch nicht verschleudern. Wir sollten jetzt nicht mit jedem Menschen, der uns über den Weg läuft, schlafen und eine Verbindung eingehen, weil es hat auch wieder seine Nachteile. Sondern wir sollten da auf Augenhöhe sehr achtsam umgehen. Da schaue ich mal, ob ich die Tage was dazu mache. Jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen super, super schönen Tag und genieß dich. Genieß deine Welt. Genieß, wie schön du sie erschaffst. Und genieß die Menschen, die da drin auftauchen. Bis bald.